Die vorletzte Aufgabe zu den Stoffgesetzen behandelt jetzt die thermische Belastung. Ein Gleitstück aus Stahl, das laut Skizze gegeben ist, passt im spannungsfreien Zustand in ein völlig starres Führungsstück. Wiederum betrachten wir alles reibungsfrei. Nachdem das Gleitstück eingebracht ist, wird es um Delta T 35 Kelvin erwärmt. Aus dem Hooke'schen Gesetz ist nun zu berechnen, wie groß Spannungen und Dehnungen in die drei Raumrichtungen sind. Im Prinzip muss man sich immer anschauen, was sind geeignete Randbedingungen, damit man in das Hooke'sche Gesetz dementsprechend einsetzen kann. Also man kennt die Gleichungen des Hooke'schen Gesetzes. Jetzt werden wir nur die XYZ-Richtungen anschauen und die Scherungen außer Acht lassen. Kann man natürlich auch ausrechnen. Und sich einfach überlegen, was sind gültige Randbedingungen. Nämlich freie Fläche ist beispielsweise spannungslos. Da gibt es nichts, was dagegen hält, deswegen kann auch keine Spannung auftreten. Es dehnt sich einfach aus, spannungsfrei. Wenn es irgendwo eingesperrt ist, dann hält irgendeine starre Fläche oder so dagegen, dann kann es natürlich eine Spannung geben, dafür aber keine Dehnung beispielsweise. Das muss man jeweils immer berücksichtigen. In dem Fall, wie schauen da die Randbedingungen aus? Na, es ist vorne frei. Das heißt, die Spannung in Y-Richtung muss auf jeden Fall 0 werden. Es dehnt sich einfach aus nach vor. Und das Führungsstück selbst, wo das drinnen steckt, der Körper, ist vollkommen starr. Damit ist die Dehnung in die beiden Richtungen, wo das Führungsstück rundherum ist, 0. Y-X ist 0 und Y-Z ist 0. Das sind die drei Randbedingungen. Das heißt, wir gehen damit ins Hooke'sche Gesetz rein. Epsilon x, die x-Richtung ist 1 durch e, Sigma x minus nü, Sigma y plus Sigma z. Plus Delta T ist 35 Kelvin, also keine gleichbleibende Temperatur. Also müssen wir auch den Temperaturterm Alpha D, Delta T dazu nehmen. Das ist aber gleichzeitig per Randbedingung 0. Epsilon x muss 0 sein, haben wir mit Randbedingung festgelegt. Und Sigma y ist auch 0, kann man so rausstreichen. Das ist einmal eine Gleichung. Und die anderen Richtungen liefern die anderen Gleichungen. 1 durch e. Sigma y minus nü Sigma x Sigma z plus Alpha d Delta t. Übers y kann man nichts aussagen. Epsilon y, das dehnt sich einfach irgendwie aus, das ist noch zu berechnen. Und in z-Richtung, also das ist natürlich wieder 0, in z-Richtung 1 durch e Sigma Z minus Nü Sigma X plus Sigma Y plus Alpha D Delta T. Das ist auch wieder 0 über unsere Randbedingung. Und hier Sigma Y ebenfalls. Das heißt, aus diesen drei Gleichungen schreiben wir da drüben hin, was daraus folgt. Das nämlich 1 durch e Sigma x minus nü Sigma z, wenn man alles rausstreicht, plus Alpha t Delta t gleich 0 sein muss. Gleichung 1. Das 1 durch e minus nü Sigma x plus Sigma z plus Alpha D Delta T gleich Epsilon Y sein muss. Gleichung 2. Und noch einmal, Gleichung ist gleich 0. 1 durch E Sigma Z minus Nü Sigma X plus Temperaturterm ist 0.
Das sind die drei Gleichungen. Wir kennen den Wärmeausdehnungskoeffizienten, wir kennen die Temperaturänderung und dann bleiben drei Unbekannte. Also E-Modul, Poissonzahl kennen wir natürlich auch, steht eh da oben gegeben. Und dann bleiben uns übrig Sigma X, Sigma Z, Epsilon Y. Drei Unbekannte, drei Gleichungen haben wir, kann man also ausrechnen. So geht man grundsätzlich ein linear-elastisches Problem mit dem Hooke'schen Gesetz an. Indem man sich einfach überlegt, Randbedingungen, Hooke'sches Gesetz einsetzen, Gleichungen produzieren und schauen, ob das genug sind, dass man damit rechnen kann. Aus der ersten Gleichung kriegt man raus ein Sigma X, das ist nü Sigma Z minus E Alpha T Delta T, und aus der dritten kriegt man Sigma Z nü Sigma X minus E Alpha T Delta T, und dann setzen wir die Gleichung da oben ein für Sigma Z und produzieren eine rein für Sigma X. Die lautet dann nach Umformerei, das erspare ich uns jetzt alles, diese Umformerei. E mal Alpha T Delta T durch 1 minus Nü. Ein 1 minus Nü Quadrat bleibt über und oben ein 1 plus Nü, das kann man dann auf 1 plus Nü mal 1 minus Nü unten erweitern und 1 davon kürzen. Dann schaut das Sigma X so aus, und eingesetzt minus 123,6 Megapascal. Was sagt uns das Minus eigentlich? Druckspannung. Und ist es plausibel, dass da Druckspannung zustande kommt in dieser Öffnung? Wenn Sie das reinstecken, den Block, und dann erwärmen, ich würde schon sagen, ja. Das ist eine Druckspannung, das wird sie ausdehnen wollen, damit ist auf dem Block die Druckspannung schon plausibel. Ja? Gut, dann setzen wir zurück ein in die Sigma-Z-Gleichung und kriegen für Sigma-Z noch einen Wert raus, der ganz genau gleich ausschaut. Wiederum, Druck ist ja isotrop, das Ganze verhält sich also in die Querrichtungen gleich. Und damit muss da auch der gleiche Wert rauskommen, natürlich. Und aus der Gleichung 2, wenn man die beiden Spannungen kennt jetzt, die andere ist ohnehin 0, die haben wir schon weggestrichen, kann man dann die Dehnung in Y-Richtung berechnen, direkt, indem es einfach einsetzen, und die lautet, alles gekürzt, Alpha D Delta T 1 plus Nü durch 1 minus Nü. Und nachdem Nü einheitenlos ist und Alpha T Kelvin hoch minus 1 und Delta T Kelvin, ist es dann wieder als Einheit 1, was für die Dehnung so sein muss. Und eine positive Dehnung mit 7,8 mal 10 hoch minus 4, das wird sich also nach vorne hin ausdehnen, was auch sinnvoll ist, wenn Sie es erwärmen.